So, anscheinend laufen wir jetzt zum Sumpflager, nur um eine Rolle des Verzaubern zu kaufen. Überlebe ich ja die Sprünge von welchen Kanten jetzt? Scheiße. Oh, ich habe überlebt. Okay, never mind that. Schnelllaufen ging nur mit dem Trank. Ich glaube, ich habe keinen Trank des Schnellerlaufens. Aber wenn wir jetzt echt die Gelegenheit gezielt zu trinken, ich habe einen. Naja, ich habe nur Mana-Tränke. Das sieht schon recht witzig aus. Bis die Torwache wo schafft, Konzert an Gras ranzukommen? Also ich, so rein gefühlt ist das Hechtspringen schneller. Würde ich behaupten, oder? Es sieht schon irgendwie schneller aus, als wenn ich normal laufe. Es ist halt irgendwie... Das ist so ein bisschen so eine MMO-Fortbewegungsmethode, so sieht es zumindest aus. Die Atmosphäre war schon immer einmalig. Ja, ja. Besonders dieses Hechtsprungartige nach vorne springen. Ach, hier ist. Ach, das ist Aiden. Habe ich mit dir eigentlich schon geredet? Ah, anscheinend. Ich habe da mehr Bogenschießen beigebracht. Wir müssen halt noch so weit. Die Musik passt, finde ich, gerade nicht so ganz. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass ich jetzt so 5 HP habe. 3. Habe ich so ein bisschen Angst, dass ich halt, wenn ich jetzt hier irgendwie einmal ein bisschen über eine Kante rüberspringe und zu tief lande, sofort tot bin. Das wäre mir sehr unangenehm. Aber ich weigere mich jetzt eigentlich auch irgendwie was zu essen, nur mich zur Ruhe zu heilen. Können wir hier nicht bei Dingsbums hier, wie auch immer er hieß, Kavalorn, können wir hier nicht übernachten. Wir rasten kurz bis Mittag bei Kavalorn und dann... Mensch, dann schon wieder minus 3 AP. Guck mal hier, zack, einmal ausgeruht. Zack, schon geht's weiter. Wir haben noch einen weiten Weg, wir müssen noch bis zum Sumpflager. Es sei denn, es kann mir jemand spontan sagen, wo ich eine Schriftrolle des Verzauberns herkriege. Oder ob ich die auch im alten Lager kriege. Letztes Mal war die Info, dass es die auf jeden Fall im neuen, im Sumpflager gibt. Bei irgendeinem der Gurus. Ich glaube bei Kokalom wahrscheinlich sogar. Handelt der überhaupt mit mir? Ich habe bei irgendeiner Gurus, habe ich glaube ich, Magie gesehen. Wenn ich mich recht entsinne. Obwohl, ich rede glaube ich erstmal mit dem komischen Guru hier im alten Lager. Vielleicht hat der schon, was ich brauche. Muss ich nicht so weit rennen. Vielleicht hat sogar Fisk, was ich brauche. Wo Fisk mir bis jetzt nicht so aussah, wie der große Händler für Magiebedarf. Das ist alles nur, weil ich im neuen Lager aufgenommen werden will, ne? Hey, stellt sich am Ende heraus, dass ich ihn nicht zaubern kann mit Schriftrollen. Was ist denn jetzt diese Dreckstür hier? Ja, doch, also die Investition in Akrobatik hat sich schon total gelohnt. Immerhin guckt keiner, ne? Also ich könnte sogar Tobos erzählen, dass ich erfolgreich den, diesen fiesen Wiesling aus der Stadt vertrieben habe. Hab ich ja nicht neue Tiere gebracht? Nein, ich hab kein neues Fleisch. Ich glaube, du musst du was für den erlegen, dass du die bekommst. Oh, scheiße. Ich habe noch Quests offen. Ich wüsste es halt nicht. Also, ich kann es nicht wissen. Dexter hat, glaube ich, nichts. Aber guck mal, Dexter hat auch einen Knochenbogen. Zeig mir deine Ich habe hier nur den... Besten Stoff, ja, ja. Gut, was hat der hier? So, Kalums Rezept. Karte ist halt mir. Fleisch, Schädel, Bullshit. Nee. Er hat nicht, was ich brauche. Ich muss mal... hat Balptar Parvis verkauft. Ich will mit Balptarvis rede ich mit dir, du komischer Buddler, also wirklich. Aber Balptarvis war der Typ, der mich hingeführt hat, ne? Ja. Hat gar nichts. Fisk? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Willst du den Auftrag mit Rosco machen? Dafür brauchst du doch nicht unbedingt den Zauber. Rosco. Na, das Ding ist, es gibt laut Wiki, zumindest wurde mir das letzte Mal so vorgelesen. Hast du ein... Nun, ich bin... Nee, hat er mir belohnt. Es gibt insgesamt
Zeig mir deine Ware. 60 Punkte oder nee, 50 Punkte, die du im neuen Lager kriegen kannst, um aufgenommen. Du brauchst 30, um aufgenommen zu werden. 20 gibt es, wie gesagt, für diese Liste und zurückbringen. Das kann ich nicht mehr machen, weil das habe ich schon gemacht. Ich könnte maximal Diego töten und seine Liste zurückklauen. 10 Punkte kriege ich dafür, dass ich die Drogen vertickt habe. Okay. 10 Punkte kriege ich dafür, dass ich Mordaks Ring vorzeige. Und dann brauche ich noch 10. Und ich sehe keine Möglichkeit, das zu kriegen, außer wenn ich Roscoe verzaubere. Und dafür brauche ich halt verzaubern. Das ist jetzt zumindest die einzige Möglichkeit, die mir bekannt ist. Und deswegen ist es mehr wie ein Imperativ, weil ich will eigentlich beim neuen Lager anfangen. Weil das alte Lager ist mir ehrlich gesagt nicht besonders sympathisch. Das Ding ist. Ich könnte mich ja natürlich. Ich schiete mich nochmal kurz in die Burg rein. Jetzt beschwert er sich bestimmt gleich wieder, dass ich in eine Hütte renne, oder? Nö, okay. Das nervt mich bestimmt gleich wieder Bloodwind, oder? Ah ne, hier ist der Typ, durch dessen Hütte ich rennen kann. Wie oft hab ich euch Wenn der verkauft, der bestimmt, Kollege Schnürschuh verkauft er bestimmt auch Magie, oder nicht? Oder Aufsichtsmagier vor der Tür. Sly? Wie läuft's denn so? Gut. Bei mir brauchst du... Eine Hand wäscht die andere, denke ich. So ist es. Die kommen eigentlich alle übelwillig weg, ne? Die kriegen halt, dass irgendein random Typ macht für die halt irgendwelche Gefallen. Und die müssen eigentlich nur ein gutes Wort bei Diego ein... Ach nein, lass mich in Ruhe, Blatt werden. Hey, du! Was denn jetzt schon? Es ist eine mit nur 10. Ja, nee, lass mal. Wir sehen uns. Pass gut auf dich. Das Schlimmste ist, wir laufen, glaube ich... Kann ich da mal vorbei? Wir laufen, glaube ich, gleich an Matt vorbei und dann nervt er uns wieder. So, Valtaran, hat der vielleicht was im Angebot? Nee, Valtaran können wir auch nicht helfen. Irgendwo hier steht nämlich Matt rum. Der hängt bestimmt gleich wieder am Hacken. Ich habe den ja irgendwie zwischendurch sehr erfolgreich geschafft abzuhängen. Na gut, ich melde erstmal Torus, dass Dingsbums weg ist. Tja. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Tja, das geht aber gar nicht. Ich dachte, das wird schon lange. Die Waffe weg! Ja. Jetzt recht, Waffe weg. So. Ach, da draußen stehen ja auch Feuermagier. Die machen mir hier Schwierigkeiten. Das ist wirklich nicht mein Problem. Redet irgendeiner von dem mit mir? Torres? Was machen die magischen Künste? Das ist nicht. Nett. Rodriguez? Die haben so lustige Namen, die ganzen Typen. Da passt Milton eigentlich gar nicht rein. Man muss eben aufpassen, was wir sehen uns. Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle. Ja. Wir sehen uns. Ach, ja. Eigentlich suche ich nur einen Magier, der mit mir handelt, ne? Drago? Choristo? Was machst du hier? Okay, die rennen nicht mehr. Was, in der Zeit warst du schon im Sumpf des Magiers? Ja, aber denk doch an die Wegersparnisse, die ich gehabt hätte. Die Magier haben es ja nicht relativ gemütlich. Na gut, also die haben... Aber behalt's für dich. Auch schön ist übrigens, dass er sich nicht darüber beschwert, dass ich einfach so vorbeirenne. Hinten raus immer geradeaus. Habe ich eigentlich jetzt XP dafür gekriegt, dass ich... Weg, ja, was ist da weggesteckt? Dass sie sich immer so haben müssen. Das passiert, solange ich damit... Na gut, dann rennen wir zum Sumpflager. Das ist übrigens nicht gesagt, dass ich da auch direkt die Scheißschriftrolle kriege, ne? Ich habe nur gehört, dass es die da gibt. Irgendwie. Das kann dauern. Irgendjemand gute Reiselektüre, um was mich zu unterhalten. Ich könnte jetzt noch die restlichen Locker umbringen, fällt mir gerade so ein. Das bringt ja auch nichts an. Prinzipiell, ich will ja nicht mehr mit der Story mal weiterkommen. Ich mache jetzt schon seit irgendwie 2 Stunden nichts anderes mehr, als hier irgendwie durch die Gegend zu laufen und zu versuchen, irgendwie dieses Lager aufzunehmen und zu werden, hauen irgendwelche Mobs um, wo ich halt immer stärker werde, aber an sich bringt mir das gar nichts. Du musst dafür eine Quest abschließen, dafür bekommst du die. Ja, aber welche Quest? Also im Sumpflager habe ich keine Quest mehr. Ich habe nur noch
Horatio der Bauer. Das wäre nicht das erste Spiel, in dem die Hechtrolle vor die schnellste Fortbewegung wäre. Warte mal, hier oben, hier gab es noch die Wölfe, oder? Die mich so aufgeregt haben, weil die immer rangeschwarmt kamen. Die ich letztes Mal nicht totgekriegt habe, weil mein Bogen zu schwach war. Und jetzt habe ich doch einen besseren Bogen. Jetzt hau ich die halt um, guck mal. Hier, easy. Habe ich schon erwähnt, wie ich die alle easy umhaue. Ey, das ist eigentlich der beste von überhaupt, dass ich in dieser dummen Mine diesen saumäßig starken Bogen gefunden habe. Der bringt ja so viel. Ich kann sagen, du willst nicht. Ich versuche es einfach zu finden, wenn ich dort bin. Erstmal müssen wir diesen armen Scavenger hier umhauen. Ach, Sklavenbrot. Ich hasse so viel. Die gehen übrigens besser kaputt als die im ersten, im zweiten Teil, ne? Also im zweiten Teil waren die Sumpfliegen wesentlich anstrengender, was das so um dich herumfliegen anging. Das ist ein bisschen Verschwendung. Das muss doch wer von den Figuren gesprochen, oder nicht? Auch sehr mit dieser Figur noch nicht gesprochen. Ich habe mit keinen Figuren gesprochen. Ich rede selten mit Statuen. Wo denkt ihr denn hin? Ich mache erstmal den Hechtrollenmeister. Ja, wir sind ja nicht schon fast da, ne? Sind wir überhaupt nur kurz? Das war, glaube ich, die andere Seite von diesem Fluss da, ne? Ich habe mal so wenig Orientierungsflug. Sind wir auf Kurs oder nicht? Ich habe doch hier diese dumme Karte. Wir sind auf Kurs. Das sieht doch aus. Bin ich durch den Wünsche? Das Ding ist, ich habe jetzt ja viel mehr Mut, um durch irgendwelche Wälder zu rennen. Aber eventuell ist das auch nicht ganz so klug. So, dass ich irgendwo hängen bleibe. Hui! Hui! Ich höre Wölfe. Na, oh. Ja, ich müsste jetzt ja easy in der Lage sein, den Wölfen zu entkommen. Ich habe ja schließlich den Hechtsprung. Jetzt bin ich doch schon mal bei diesem dummen Schiff. Ich bin falsch. Ach. Ach, Menno. Mal gleich gucken, ob wir mit irgendwelchen Figuren reden können. Bei Figuren habe ich jetzt zumindest eine grobe Ahnung, wo die sein können. Will ich da runter? Ich will da runter. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh. Okay, keine Ahnung, wie er sich gerade wieder gelöst hat. Besser gewesen, wenn er gefragt hätte. Nix. Guck mal, ich hab den Weg zum Sumpflager selbstständig gefunden. Das sah gefährlich aus. Nein, gar nicht. Ich meine, an sich bin ich ja sowieso am Bug-Abusen bis zum geht nicht mehr, um das hier alles ein bisschen schneller und angenehmer zu schaffen. Das Schwert, was ich trage, ist ja, habe ich irgendwie mit Bug-Abusen gekriegt und das die Felsen runterspringen, das ist halt, das spart halt so viel Zeit, als wenn ich jetzt hier rumgerannt wäre, was halt überhaupt nichts bringt, außer dass es halt länger dauert. Da bin ich durchaus bereit, mal irgendwie die Landschaft zu blocken. War nicht besonders schlau. Die Figur. So, Freunde der Sonne, wer möchte mit dem Magie verkaufen? Ihr hier, Typen ohne T-Shirt, ihr seht so aus, würde mir. Nee. Talas? Hat einen Namen. Talas? Ich pack die Kippe weg, rede mit mir. Toll. Hat sich ja gelohnt, der Dialog. Templer. Es gibt vor allen Dingen verschiedene Templer.
Novizen. Balltür. Der Schläfer sei. Er mag mich anscheinend nicht. Ich hätte gedacht, dass hier irgendwo jemand rumsteht, mit dem ich eventuell reden kann. Novize. Tempel. Ja, muss nicht hier wissen, genau. Ich kann noch mal zu meinem besten Kumpel Korkalom. Der war auch schon immer so redewillig mit mir. Also, der kompliziert überhaupt mit mir. Also, wie ich hier, Pöbel. Ja. Was sind die hier noch? Es gibt hier auch so viele Leute in diesem Sumpflager. Die mit ihrer komischen Kommune hier. Geh mal zu Korkalom oder wieder. Ja, ich vor. Bin ich gerade auf dem Weg. Ich muss nur halt nach oben. Wer ist er denn hier noch? Kane? Kane kenne ich noch nicht. Okay, Kane ist anscheinend auch nicht so der Gesprächigste von allen. Das könnte aber durchaus sein, dass Korkalom nicht mit mir redet. Also, oder wenn, redet er mit mir nur darüber, Zeug zu verkaufen. Hallo, Kor. Grüß dich. Was willst du? Ich habe Korlazangen für ihn? Scheiße, die habe ich gerade alle verkauft. Nein! Ich gebe dir einen Tipp, der Typ, der gesagt hat, du musst in den Sumpflager. Du kommst woanders? Oh. Das war Richard, der gesagt hat, dass jemand im Sumpflager das Ding hat. Ich habe keine Crawlerzangen für ihn, weil die habe ich gerade verkauft. Ich habe Crawlerzangen für dich. Oh, ich hab doch noch welche. Nimm ein paar Tränke als Belohnung. Ich habe doch noch Crawlerzangen. Ich dachte, ich habe die verkauft. Was? Meine. Ich glaube, ich war. Und? Das war. Du stehst. Wir sehen uns. Ich bekomme die woanders. Oder muss ich jetzt im Wiki nachlesen, wo ich das kriege? Aber ich habe bei irgendeinem komischen. Ich habe bei irgendeinem komischen Typen hier im Dings. Habe ich? Ja. Das sagt, das ist hier so eine Dreckstruhe, die man nur mit Schlüssel aufkriegt. Ich habe bei irgendeinem komischen Guru-Typen habe ich Zaubersprüche gesehen. Den habe ich gehandelt. Der hatte so komische grüne Zaubersprüche im Angebot. Aber der hatte auch normale. Und ich dachte, das war hier im Sumpf. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Dass ich damit nichts zu tun habe. Dann hast du eine Lage mit einem Kunden. Ja, aber mit dem habe ich doch gerade geredet, mit dem Typen. An der Geschichte muss wohl. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier. Ach, guck mal, er hat noch Pfeile im Angebot. Es ist gar nicht so schlecht, dass wir hier, weil wir konnten Pfeile kaufen. Ich sage, ich muss jetzt wieder zurück zum neuen Lager rennen. Das ist also ziemlich die maximale Entfernung, die ich hier laufen kann in diesem Spiel. Na gut, ich könnte auch runter zur Mine, das ist eh nicht anstrengend. Irgendeiner dieser Spinner hat mir doch was verkauft. Ich hab die Kundenwerbung habe ich schon gemacht, ja. Ich habe mit dem Typen in der Bar auch geredet, aber mit dem habe ich vor allen Dingen gerade schon gehandelt. Der hatte das Zeug nicht. Der hatte nur seine Joints bei, also noch so zwei. Der Schläfer. Ach, bei Zardau hat auch nicht mit mir geredet. Irgendeiner von diesen Idioten hat auch mit mir geredet hier. Der hat die aber nicht. Der hat die Verzauberschrift wohl nicht. So, oben der eine Templer war outgoing. Was soll ich den ganzen Tag hier machen? Ich meine, wie viele Texte, wie viele Sachen können die wirklich hier erzählen? Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe.
Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Das hat mich ja voll überzeugt. Ja, der hat mich angesprochen, oder? Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Oh, wie denn? Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen. Oh, da kenne ich jemanden. Die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Ja, gut, das ist, ich kenne da jemanden. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Ja, das... Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Naja, Barbaren, ganz recht. Na gut. Gut. Er war zwar auch nicht unbedingt der NPC, den ich gesucht habe, aber das ist ja schon fast gut, ne? So. Speichern wir kurz ab. Und dann rennen wir anscheinend wieder zurück zum alten Lager. Toll. Ja, zum alten Lager und danach zum neuen Lager. Aha.